Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr habt einen super schönen Tag. Mein Tag heute war einfach nur geisteskrank anstrengend. Ich war beim Sport. Ich war beim MMA-Training, weil ich jetzt denke, ich bin auf einmal ein ultra krasser Kämpfer und werde zur Maschine. Und danach war ich noch beim Schwimmen. Also Freunde, ich bin echt im Eimer. Ich spüre wirklich nichts mehr an meinem Körper, es sei denn, ihr lasst jetzt ein Abo da und ein Like auf diesem Video, dann spüre ich etwas zwischen meinen Beinen. Wenn ihr checkt, was ich meine. Entschuldigung. Und jetzt, wo ich denke, mein Tag kann nicht beschissener werden, ich bin schon wirklich am Boden, öffne ich die TikTok-App. Und Freunde, wir gucken uns jetzt mal gemeinsam an, was ich heute so finde. Das erste TikTok, ich öffne die gottverdammte TikTok-App und das erste TikTok, was ich finde, ist Handys leise, der volle Ausraster. Freunde, macht euer Handy komplett auf laut. Hast du Probleme? Ja, hab ich! Hä? Oder hat die da gerade gefurzt? Ist sie gerade nach oben gegangen und hat gefurzt? Bruder, diese andere Knattermax. Wie ekelhaft, was soll die Scheiße? Geht die Scheiße! Und wenn du nicht willst, dass ich meine Probleme hier aufhebe, dann verpiss dich! ZZ. Ziemlich zügig. Wie soll man denn bitte ein normales Leben führen, ja? Wenn man die TikTok-App öffnet und das als erstes sieht. Bro, das... Wir leben in einer Simulation, also das kann das nicht sein. Das war ultra cringe. Also, und dieser Furz zwischendurch, der war ultra ekelhaft, aber auch irgendwie saftig. Ich sag euch ehrlich. Wenn eine Oma euch anspricht, weil ihr anders ausseht und sie euch ihre... ich kann nicht reden, Bro. Wenn eine Oma euch anspricht, weil ihr anders ausseht und sie euch ihre Sprachskills zeigen will. Oh, kommen Sie aus Afrika? Ja. Ich habe diese dunkelhäutige Sprache. Warte mal. Weißt du? Nein, ich glaube, sie weiß nicht. Was war das für eine Sprache, Bro? Okay, Freunde, der Typ im nächsten Video ist mit Abstand der ehrenloseste Typ, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er geht zu Leuten und schneidet ihnen die Haare und tut so, als wäre er Friseur. Er sagt denen, er ist Friseur und schneidet ihnen dann die Haare, alright? Dabei ist er kein Friseur und schneidet die Haare komplett beschissen, alright? Ihr checkt, glaube ich, auf was ich hinaus will. Zieht's euch einfach rein. Telling people I'm a barber when I'm not Frank. Herb, I got you. Oder Herb sitzt da gerade noch und denkt, er bekommt jetzt einen richtig freshen neuen Schnitt verpasst. Der Arme weiß noch von nichts. Wife, boss. Oh ja. Yeah. That's what's up. That's when I talked to him earlier. Hey, warum hat der Bruder so viele Schuppen? What the fuck? Right, man, that's the finished result. Herb, how'd you like it, man? Good. You want me to show you it now? Oh, Mark. Oh, my God. Das famous Haar für Herb. Darüber wird er sich bestimmt freuen. Der arme Bro. Wenn der das jetzt genauso lässt, unser Bre Herb wird das wahrscheinlich niemals mitbekommen, weil er sich niemals im Spiegel von hinten anschauen wird. Yeah. Catch. Check it out. Oh, yeah, that looks pretty good. Oh, yeah? Yeah. Looks nice from the front. That's good. Oh, my God. Ja, guck mal, Leute, wie ich es euch gesagt habe, der Arme wird das niemals von hinten sehen. Der wird jetzt auf die Straße wieder gehen und sich denken, er läuft so ganz selbstbewusst dort lang und denkt sich, boah, yeah, ich habe einen freshen neuen Haarschnitt bekommen. Und dabei hat er das auf seinem Hinterkopf. Boah, der Typ ist gefickt. Ich sag euch ehrlich, er ist gefickt. We got a nice client over here. What's your name, man? George Bergman. I got you, I'm gonna get you right, man. Und da haben wir auch schon den nächsten Kandidat. Der nächste Kandidat, der denkt, er bekommt einen neuen freshen Schnitt und wird gleich komplett auseinandergenommen. The progress right here, still working on it, almost done. Bam, we got the... Oh nein. Warum hat der Bruder jetzt so ein Schachbrett auf den Kopf? Finished result, man. How you feeling, man? Okay, it's cool. Looks good? Yeah, do a spin for me. Let me see that back real quick. Oh, yeah.
Looking too good, man. Ey, das ist Körperverletzung eigentlich, ne? Wenn man jemanden die Haare verkackt, zumindest ist es in Deutschland so, dann kann man den einfach anzeigen wegen Körperverletzung. Und das ist definitiv keine Körperverletzung. Das sieht fresh as aus. Das macht dann bitte 50 Euro. Das würde ich anziehen, wenn ich morgen meine Cousine heiraten würde. Ja, das ist auch schon das Outfit. Ist am Ende eh egal, was ich anziehe. Zwangsheirat, ihr wisst schon. Was soll sie machen? Abhauen oder was? Okay, Bro. Okay. Okay, Bro, also... Die Hose wow. Sieht wirklich nice aus. Gottlos, Bro. Das ist gottlos. Jetzt kipp ich erstmal Coco, Wasser ran. Hm? Oh, Max Bro ist heute mal wieder mit einem fantastischen Kochvideo da. Und heute gibt es wahrscheinlich, wie es aussieht, irgendeinen Kokosnuss-Shake. Ich bin gespannt, weil ich muss sagen, Max Bro macht sonst immer geile Rezepte. Ich bin mal gespannt, was er ja heute macht. Na, kommt da auch mal was raus? Hey, nix. Ein bisschen ist rausgekommen. Aber na. Ja, super. Geile Kokosnuss hast du dir gekauft. Er wurde komplett verarscht. Bisschen Milch rein. Okay, Milch. Okay, Wasser. Ein bisschen Zitrone. Okay, Zitronensirup. Bisschen Mayonnaise. Hey, was macht die Mayonnaise jetzt? Max, woher kommt die Mayonnaise jetzt? Woher kommt die gottverdammte Mayonnaise? Warum machst du jetzt eine Mayonnaise rein? Ich dachte, du willst dir einen ganz normalen Shake machen. Was geht jetzt ab? Decke auf. Oh. Mm. Abartig, Leute. Was als nächstes? Ja, abartig. Was als nächstes? Wie wäre es als nächstes einfach uranverseuchtes Wasser? Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Boah, ja, perfekt. Super. Da hat schon jemand direkt alles auseinandergenommen, den kompletten Boden auseinandergenommen. Geil. Stellt euch vor, ihr bekommt sowas zu essen und es fällt euch einfach direkt runter, Bruder. Vor allem bei Mc's. Ihr kriegt schon so... Keine Ahnung, was gerade mit mir los ist. Aber ihr kriegt auf jeden Fall schon so diesen Fressfleisch. Ihr wollt schon unbedingt essen und dann fällt euch das... Ach. Ja, perfekt. Perfekt. Super. Aber Bruder, was macht eigentlich Haaland da? Denken du auf eine eigene Welt. Holy. Aua, aua, ja, Bro, ich glaub dir schon, dass das Aua ist. Heilige Scheiße, Bruder, was, Bruder, was hast du da gemacht mit dir? Sowas passiert auch original nur Leuten, die einfach mit den Jungs voll im Suff sind. Der Boxautomat ist dem Typen einfach sein Endgegner. Rest in peace an seine Hand. Rest in peace. How to style the flow, alright? Freunde, wir gucken mal ein kleines Hair-Tutorial für die Jungs. Here's the easiest way to style the flow without using any products. When your hair is wet, use a towel to dry it just a little bit. Then run a comb through it front to back to detangle everything. Then dry it one more time with the towel. Then take a headband and press it against your head and slick your hair back. Ey, das ist ein halbes Buch. Ich habe jetzt schon wieder die Anleitung komplett vergessen. Was denkst du? Denkst du, ich bin hier in der Schule? Denkst du, ich habe meine Haare studiert? Oder was hat... Der Typ hat eine eigene Persönlichkeit seinen Haaren gegeben. Was hat er da gemacht? Er hat wirklich studiert für diese Frisur. Then go ahead and untuck some hair from the right and left side, keeping the middle slicked back. It should look like this, and then from there, just keep it in place. Let it dry for about 30 minutes, and then take the headband out. Then after that, just run your hands through, and that's all you gotta do. Okay, ich sag euch ehrlich, das sieht schon ziemlich fresh aus, und ich schieb schon ein kleines bisschen Auge, weil, Bro, mir wird dieses Haartutorial überhaupt nichts bringen. Meine Haare sehen original so aus. Straight up so. An alle Jungs, die auf jeden Fall solche Haare haben. Jungs, ihr habt's geschafft. Ihr seid wirkliche Macher. Ich muss leider wirklich so mein gesamtes Leben rumlaufen und kann niemals sowas machen, alright? Aber dafür habe ich einen großen Dick. Immerhin. Gut.
Freunde, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ja, ich bin raus. Dieses Video hat mir meine letzten Gehirnzellen verbrannt. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf gar keinen Fall einen Daumen nach oben da und auf gar keinen Fall ein Abo. Bitte macht es, okay? Bitte, das war ein Witz. Bitte, bitte abonniert mich und bitte liked das Video. Ich küsse dann auch euren Arsch.